Das Attentat von Halle. Noch immer ist die Stadt, ist das ganze Land fassungslos, was der schwer bewaffnete Täter offenbar geplant hatte. Ein Blutbad in einer vollbesetzten jüdischen Synagoge. Viel Glück verhinderte dies. Und doch verloren zwei Menschen ihr Leben. Bundespräsident Steinmeier und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff sind zur Stunde am Tatort, gedenken der Opfer. Während für die Ermittler noch viele Fragen offen sind. Halle am Tag danach. Vor der Synagoge, die gestern Ziel eines Anschlags war, Blumen, Kerzen, Trauer und Fassungslosigkeit. Dass der Attentäter nicht in die Synagoge kam, grenzt für den Vorsteher der jüdischen Gemeinde hier in Halle an der Saale an ein Wunder. Der hat zwei Molotow-Cocktail geworfen und die beiden sind nicht explodiert. Er hat eine Granate gegen diese Tor, also er wollte diese Tor auch aufmachen. Er hat Granate geworfen und diese Granate hat auch keine Wirkung gemacht, also Tor stand fest. Jetzt ist immer noch viel Polizei da. Doch gestern stand kein Beamter vor der Synagoge, ausgerechnet am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur. Also es gibt ständige Kontakte zur Polizei, wir sind wirklich in ständigem Kontakt, aber nach Auffassung von Polizei, es war ausreichend, dass die sporadisch, ich weiß nicht wie oft, vorbeigefahren sind. Das habe ich nie, sagen wir, geprüft, wie oft die da sind. Die haben gesagt, wenn man Polizisten nicht sieht, das heißt nicht, dass Polizei nicht da ist. Oliver Malchow von der Gewerkschaft der Polizei beklagt den permanenten Personalmangel, fordert aber auch mehr Befugnisse für die Polizei. Also wir haben das nicht unterschätzt, aber wir müssen auch sagen, wir können nicht alles vorhersehen. Polizei ist auch so strukturiert und von den rechtlichen Rahmenbedingungen so reglementiert, dass wir nicht alles, jedes Schadensereignis so gut prognostizieren können und verhindern können. Über den mutmaßlichen Täter ist derzeit bekannt, dass er zwei antisemitische rechtsradikale Manifeste veröffentlichte, seine Waffen teilweise selbst nach Anleitungen aus dem Internet bastelte. Hier in Bendorf bei Halle durchsucht die Polizei seine Wohnung, beschlagnahmt Datenträger. Am Nachmittag will die Bundesanwaltschaft nähere Details bekannt geben. In diesen Minuten kommt Bundespräsident Steinmeier nach Halle, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen.